Hi, grüßt euch, servus. Heute ein komplett anderes Video, mittlerweile tut sich so viel auf meinem Kanal. Da wollte ich euch so informieren, was Neues ansteht, was passiert ist, was noch kommt. Ich habe eine extra Notizen gemacht in meinem Zauberbuch. Wir haben, fangen wir am besten damit an. Vom Thorsten, vom Lichtsetzer, habe ich ein Paket bekommen. Da geht es um eine Herausforderung. Der Ehrenwert und ich haben jeweils eine alte Kamera bekommen mit original Schwarz-Weiß-Film und einer riesen Anleitung, die Spielregeln. Wir sollen doch bitte mit der Kamera Schwarz-Weiß-Fotos machen, richtig entwickeln lassen. Und zwar Straßenfotografie. Da freue ich mich brutal. Da freue ich mich richtig drauf. Auf die Aktion. Weil so eine Kamera, glaube ich, habe ich letztes Mal als Kind in der Hand gehabt. Und das wird, glaube ich, recht spannend. Also, wenn ihr da Lust habt, vom Lichtsetzer Thorsten. Das Tolle ist, der Thorsten hat gesagt, ich darf die auch weiterschicken. Also es könnte durchaus sein, dass ich jemanden nominiere. Also wer da Interesse hat oder Bock hat oder überhaupt mal Bock hat, mit mir irgendwas zu machen, fragt es für jederzeit, ich bin für fast jeden Scheiß zu haben. Also wirklich liebend gern. Des Weiteren, was jetzt endlich passiert, ist, ja, die Drohne muss endlich mal fliegen, die liegt jetzt seit 2 Wochen, glaube ich, hier rum. Ist schon alles registriert, beschriftet. Das ist die mit der Hasselblatt-Kamera. Bis jetzt war das Wetter einfach scheiße. Die kommen jetzt auch endlich in Einsatz, spätestens beim nächsten Nightstalker-Video, worauf ich mich auch ganz wahnsinnig freue, das zu machen. Die Stadt verrate ich noch nicht, welche Stadt. Also, das ist nur ein Geheimnis. Wobei wir jetzt beim Thema Nightstalker-Video sind, es ist ja der zweite Teil jetzt rausgekommen. Der macht mir brutal viel Spaß. Und ich werde das Format auch fortsetzen, weil ich einfach gern eine Nacht unterwegs bin. Und die nächste Stadt, weiß ich schon, wird bekanntere Stadt sein. Wird ziemlich gruselig werden. Muss ich schauen, wie ich da reinkomme, hinkomme. Also das wird richtig schön schaurig werden. Vielleicht sogar mit Skelette. Doch, verrate ich nicht zu viel. Also Nightstalker läuft auch. Dann, was ich auch festgestellt habe, Daniel Nietzsche hat die zweite Challenge für das Jahr bekannt gegeben. Ich habe da noch nie so einen Fotowettbewerb, so eine Foto-Challenge mitgemacht beim Daniel. Die Kanäle verlinke ich natürlich alle, von Thorsten und von Daniel Nietzsche. Da ist darum gegangen, Langzeitbelichtung, wie im letzten Video von mir, wo ich in der Nacht unterwegs war, die Langzeitbelichtungen ausprobiert habe. Und da habt ihr mir in die Kommentare auch so tolle Kommentare geschrieben, Hilfen und Tipps und so weiter. Und die Fotoabstimmung, welches Foto ich nehmen soll. Gut, es waren 15 Fotos, 15 Antworten. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass die Nummer 5, die Kirche mit dem Sternenhimmel hinten und dem Baum recht gut angekommen ist. Angeblich sogar ein Hammerfoto ist. Ich sehe das leider nicht. Ich habe da andere Fotos, die mir besser gefallen hätten. Also die Nummer 5 ist auf alle Fälle schon mal mit dabei. Und dann tendiere ich so zur Nummer 10. Mal schauen. Also die zwei wahrscheinlich werde ich da einreichen. Dann gucken wir mal, ob die so gut geworden sind oder nicht. Nightstalker haben wir, Drohne haben wir. Was auch noch ansteht, heute ist das Alpenglühen beim Ehrenwerten. Ein neues Format, worauf ich mich auch brutal freue. Beim Ehrenwerten was zu machen, freue ich mich immer brutal. Kreative Kanone, also der Ehrenwerte. Mit dem was zusammen machen, wenn euch das anbietet, sagt es unbedingt nein, weil ihr kommt vor lauter Lachen nicht raus. Wirklich, glaubt es mir, wirklich. Genau, Jörg. Also mit dem Uwe was zu machen. Ich hoffe, da kommt immer wieder mal was, weil es macht wirklich Spaß. Dann haben wir ein anderes Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte. Das ist unser Kamikaze-Pilot. Das Video hat ganz schöne Wellen. Hat ganz schöne Wellen gegeben. Es war irre. Auf Discord, Foren, unter dem seine Videos, unter meinem Video die Kommentare. Also es waren wirklich 100% von euch haben das auch so gesehen wie ich.
Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, mein erstes Reaction-Video, sollen wir es machen, sollen wir nicht machen. Aber ich finde das ganz legitim, vor allem wenn Reaction-Videos Reaktionen auslöst in der Community, finde ich es eigentlich dann gelungen, wenn dort diskutiert wird. Und ich habe mal wirklich jeden Kommentar ganz genau durchgelesen und habe beantwortet und habe ich stark von euch gefunden. Also Respekt. Genau deswegen mache ich die Videos. Genau deswegen. Und wenn man sich vorstellt, im Verhältnis zu den Aufrufen, welche Kommentare immer drunter sind. Also da gibt es ganz große YouTuber, die würden sich so eine aktive Community wirklich wünschen und haben es nicht. Also nochmal vielen Dank dafür. Und wenn es da was Neues gibt, und da wird es Neues geben, ich weiß nicht, wie lange das dauert, werde ich euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Das zu dem Thema. Und nein, er hat kein Einsehen gehabt. So, dann was anderes, was Privates, meine Herzenssache. Ich habe gestern einen Livestream kurz ausprobiert, getestet, weil ich da so eine Idee habe. Und zwar, na, eigentlich sind es zwei Punkte. Das eine ist, ich habe da ein super PS5-Spiel, ein Thriller, Spiel im Zweiten Weltkrieg, total toll gemacht. Und da geht es ja viel um Kameras, um Fotos machen, mit Blenden, Stativ und Belichtungszeit, wie man es kennt. Es hat ungefähr eine Spielzeit von 12 Stunden. Die Dani ist total scharf drauf, die gefällt das Spiel auch brutal gut. Wir haben den Stream, wie gesagt, mal kurz ausprobiert, ob das einfach geht übers OBS. Ja, es geht relativ einfach. Jetzt überlegen wir mal abends, sind hin und wieder mal eine Stunde bei dem Spiel spielen, bis wir es so durchgespielt haben. Ich würde es mal gern machen, gern ausprobieren. Vielleicht habt ihr Lust, wenn ich bloß für 5 Leute stream. Ich kann verstehen, dass sich jeder irgendwelche Videospiele zuschauen will. Es wird sich rentieren, weil es ist echt spannend. Es ist für Erwachsene mit Tiefgang, wirklich mit Tiefgang. Und vielleicht, es ist so im Hinterkopf. So, und bei dem Livestream, um auf den wichtigeren Punkt, nein, du startest jetzt nicht, auf den wichtigeren Punkt zu kommen, in dem Livestream hat mal jemand geschrieben und der hat auf einmal einen anderen Namen gehabt im Chat, andere Farbe im Namen gehabt. Und ich, wieso? Warum? Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich vor ein paar Wochen Kanalmitgliedschaften eingerichtet habe. Ich habe da jetzt keine Werbung gemacht, weil ich mache da keine Werbung, ihr werdet es von mir nie hören. Bitte Daumen nach oben abonnieren und werdet es ja von mir nie hören, die Bettlerei. Auf alle Fälle hat derjenige die Kanalmitgliedschaft gefunden und abgeschlossen. Und das hat mich so brutal gefreut, weil, das möchte ich jetzt nochmal sagen, vielleicht ist es, ich habe das so noch nie gesagt, es wird jetzt einiges von der Rekelsrettung kommen. Alle Einnahmen, das sind ungefähr 5 bis 6 Euro im Monat, was übrig bleibt, der Rest geht an YouTube, kommen hier rein in die Rekelsrettung. Das ist das große Projekt von der Dani. Und die Kanalmitgliedschaften, wenn ihr die abschließen solltet, kommt auch 100% alles da rein. Also das ist nicht für mich oder für Ausrüstung, es ist hier für die Rekelsrettung. Jetzt in ein paar Wochen fängt die Saison wieder an, wir sparen jetzt auf die zweite Drohne, weil bis jetzt sind wir bloß mit der Drohne von der Bekannten mitgegangen. Die Dani möchte jetzt das, wie gesagt, selber machen, weil es so viele Felder gibt. Es kommen jetzt noch Interviews. Bayernwelle hat sich angesagt auf ein Interview und einen großen Bericht, damit die auch mitgehen in der Früh, sich das anschauen. Also es läuft in der Presse, läuft jetzt auch einiges. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken. Ich hoffe, die Dani hat euch alle erreicht und auch angeschrieben, die was gespendet haben. Und jetzt meine große Bitte, ich würde als Dankeschön würde ich nach jedem Video, also bei dem Video schaffe ich es jetzt noch nicht, aber in Zukunft nach jedem Video, wenn ich darf, euch namentlich erwähnen. Also ich nenne es auch keine Beträge, sondern bloß namentlich möchte ich euch als Spender, Unterstützer für diese Sache nennen wollen. Wenn ihr das nicht wollt, dann sagt zwar bitte Bescheid, weil dann gehe ich jetzt grundsätzlich davon aus, dass ich euren Nicknamen, euren YouTube-Namen so verwenden darf. Einfach als Ehrerbietung, als Dankeschön für die Spenden und die Unterstützung würde ich das im Abspann gern erwähnen wollen. So, ganz großes Thema. Ja, schon wieder. Es kommen, ich möchte jetzt auch mit der Dani. Dani möchte jetzt ein Interview machen. Und bleibt dran. Also Rekelsrettung, da kommen noch ganz spannende Sachen. Wenn es euch interessiert.
So, und jetzt der letzte Punkt noch ganz schnell. Ich möchte jetzt mit der Z6II endlich zum Filmen anfangen. Ja, ich habe schon mal so ein bisschen rumprobiert. Ich habe mit der noch Probleme im Dunkeln mit Sensorflecken. Von den Einstellungen weiß ich es noch nicht so ganz genau. Das ist ziemliches Neuland. Einmal habe ich jetzt ein Video gemacht von den Krampusse, von den Perchten. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, wie die Einstellungen gut sind, vor allem wenn das Licht nicht so toll ist oder sogar im Dunkeln. Weil ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht so eine Blendensache ist, wenn es so viel Licht auf den Sensor fällt, ob dann die Pixelflecken, also die Sensorflecken, recht extrem sind. Finde ich schade, weil im Video kann man das schlecht ausbessern. Als Foto kann man das ja schnell retuschieren. Also wie gesagt, in Zukunft werde ich jetzt da mit der Kamera öfters filmen. Und da freue ich mich auch schon brutal. Ausgerüstet sind wir ja schon. Ich habe ein dementsprechendes Stativ, wo ich dann abstellen kann mal. Und zwar so ein, wie heißt das, Poly-Stativ oder also Einbein, so ein Einbein, man kann das schön abstellen. Habe das Gewicht entlastet und kann dann wirklich auf dem Stab dann schön, genau. Also wenn ich da fertig bin, spätestens im Herbst, habe ich wahrscheinlich dann solche Unterarme wie der Popeye. Aber das wird noch spannend. Wie gesagt, wenn du da vielleicht irgendeinen Tipp habt zum Filmen mit der Kamera, mich nerven halt diese Sensorflecken. Und die fallen halt im Video brutal auf, weil die sind nicht statisch drin, wenn sich das Bild bewegt. Vielleicht habt ihr den. So, das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen von mir. Ich möchte mich bei euch nochmal ganz, ganz, ganz viel bedanken für die aktive Community, für die ganzen Kommentare und so weiter. Und noch eine Bitte, bei so vielen Leuten, die ich abonniert habe und so weiter, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Video von euch übersehe und nicht like oder nicht kommentiere. Also wenn ich kommentiere, dann mache ich das auch gern und nicht, weil ich das als Muss empfinde, aber es kann manchmal passieren, du brauchst es ja gar nicht meckern. Es kann manchmal passieren, dass ich einfach ein Video übersehe oder so und dann seid ihr nicht böse. Es ist keine Absicht, ich habe es echt übersehen. Und früher oder später sehe ich es dann sowieso, weil dann stehe ich noch früh auf und schaue so, was es Neues gibt in Abos und dann stolpe ich drüber. So viel dazu. Gut, und jetzt habe ich so viel gesprochen, jetzt ist schon 3:30 im Ehrenwerten, heute noch Livestream. Ja, da muss ich wahrscheinlich auch viel reden. Mein Mund ist eh schon total trocken. Und dann hoffe, dass ich jetzt keine Links unten vergesse zum Reinpacken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend beim Alpenglühen. Also, vielen Dank.